hier ist jetzt der Leopoldskanal. Den muss ich noch überqueren und dann bin ich am normalen Startpunkt für eine Taubergießen-Tour. Und da schaue ich jetzt mal, wo ich am besten rüberkomme. Und ab jetzt bin ich im Taubergießen. Es fängt an mit einem seeartigen Zugang. Von hier aus starten auch die meisten regulären Paddeltouren. Also eine sehr bekannte und beliebte Einstiegsstelle. Und da muss ich mal gucken, irgendwo geht es dann rechts ab, unter einer Brücke durch. Und dann kann es auch losgehen. Auch dieser Teil jetzt zu Beginn, sehr, sehr schön, die ganzen Ufer richtig dicht bewachsen. Und es ist hier fast spiegelglatt, nur eine ganz, ganz schwache Strömung. Aber ich habe zur Sicherheit jetzt auch nochmal meine Karte hier draußen. Da habe ich alle wichtigen Punkte markiert, zusätzlich sind sie hier aufgeschrieben, also ich denke, der Weg dürfte kein Problem sein. Und dann würde ich sagen, los geht's zu den letzten 16 Kilometer für heute. Irgendwann werde ich natürlich noch ein Päusle machen. Ich werde mir was, ich weiß noch nicht, ob ich was Warmes oder was Kaltes essen werde. Ich muss mal gucken, worauf ich dann Lust habe. Jetzt genieße ich einfach weiterhin dieses super schöne Wetter und die Taubergießen. So, und wo geht's denn jetzt? Hier schon rechts? Oder weiter vorne? Theoretisch sollte irgendwo noch ein Schild oder ähnliches sein. Hier sieht es nach einer Brücke aus. Und weiter vorne ist wahrscheinlich der normale Verlauf. Ja, dann gehe ich doch mal hier durch. Und dann werde ich jetzt gleich meinen ersten Schwall im Taubergießen nehmen. Aber Schwelle bin ich heute schon einige gefahren, von dem her sollte das kein Problem darstellen. Also ersten Schwall, erste Brücke im Taubergießen hinter mir. Alles kein Problem. Und es nimmt jetzt auch schon gut Fahrt auf. Ich werde allerdings nur am Rand fahren, denn mittig sieht es relativ flach aus. Und ich hatte ja schon die eine oder andere flache Stelle heute. Richtig flach da drüben.
Also hier kann ich mich jetzt richtig gut treiben lassen. Nur ein bisschen die Richtung korrigieren. Also aktuell bin ich an einem der schnellsten oder schnellst fließenden Gewässern, die ich bis heute gepaddelt habe hier im Taubergießen. Jetzt kommt die nächste Brücke. Und damit auch der nächste Schwall. Oh ja, der sieht gut aus. Oh ja, da kommt Fahrt auf. Boah, das geht rechts. Zu weit links, das sieht schon wieder sehr flach aus alles hier. Das war jetzt eine richtig scharfe Rechtskurve. Die habe ich gerade noch so erwischt, denn auf der linken Seite war es wieder richtig flach, das Wasser. Also genau richtig gefahren, alles kein Problem. Das Naturschutzgebiet Taubergießen ist übrigens nach dem gleichnamigen Fluss benannt, der hier durchfließt. Und Taubergießen setzt sich aus zwei Worten zusammen. Einmal Tauber und Gießen. Tauber ist bei den Fischern das Wort für nährstoffarmes Wasser, also ein taubes Gewässer. Und Gießen, so nannte man oder nennt man wahrscheinlich immer noch, die Quellflüsse, die hier überall sind, und somit gab es dann eben das Taubergießen. Neben den Quellgewässern wird die Region auch mit dem Grundwasser des Rheins gespeist. Und ganz typisch für diese Rheinauen ist eben, dass es Stellen gibt, die fast schon wie stehendes Gewässer sind und Stellen, wo das Ganze richtig schnell fließt. Und das ist eine richtig schöne Abwechslung, nicht wirklich anstrengend, aber sehr schön zu fahren. Das sieht so klasse aus hier. Okay, da vorne wieder die nächste Brücke, der nächste Schwall. Rechts noch einen alten Flachkahn. Und so wie es aussieht, ist links auch eine Einstiegs- bzw. Ausstiegsstelle. Wobei der jetzt ganz schön plätschert davon, dieser Schwall. Naja, ich habe jetzt schon einige umfahren heute. Ich hoffe, dass auch dieser kein Problem darstellt. Aber der ist schon ganz schön laut, Mensch. Okay, da steht auch irgendwas auf dem Schild. Okay, gefährliche Strömung. Oh ja. Oh ja. Okay. Scheiße, noch eins. Oh.
volle Ladung abkassiert. Gut, jetzt ist die Hose nass. Scheiße. Dann nützt auch die Spritzdecke nichts mehr. Mann. Oh nein. Jetzt war die Hose gerade wieder trocken. Egal. Dafür macht Spaß. Ja, was soll ich sagen? Der letzte Schwall, der hat es ordentlich in sich. Da kam so eine Fontäne rüber geschwappt, dass mir alles praktisch über die Spritzdecke drüber und jetzt in mein Boot rein geschwappt ist, aber egal. Wasser trocknet ja wieder. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der so heftig wird. Aber schön. So macht Spaß. Also hier sieht es im Moment auch richtig stark aus. Überall wachsen Bäume mitten aus dem Wasser. Boah. Das sieht richtig cool aus hier. Vorne wieder ein großer Teppich mit Seeblumen. Ich kann einen umgestürzten Baum erkennen. Hoffentlich geht er nicht komplett durch. Das sieht ja auch krass aus. Sieht aus wie ein richtiger See. Ja. Mal wieder was trinken. So eine Riesenlibelle. Also der erste Teil durch die Rheinauen hat mir ja schon sehr gut gefallen, aber jetzt hier durchs Taubergießen, boah, das sieht auch noch mal besser aus. Was will man mehr, hä? Okay, vorne kommt schon die nächste Brücke. Und hier steht auch was von ordentlich Strömung in meinem schlauen Wegbegleiter. Jetzt bin ich mal gespannt. Laut meinem Reiseführer
sollte jetzt ein etwas heftigerer Wall kommen. So. Oh ja, der tost auch schon richtig. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ach du Scheiße. Oh yeah. Und weiter. Okay, das war jetzt mal ein richtiger Schwall. Boah. Vor mir kann ich eine Brücke oder so etwas erkennen. Nee, das sieht aus. Ach, genau, darüber habe ich gelesen. Das sollten jetzt drei Tore sein. Und ich muss durch das mittlere Tor hindurch. Und ich glaube, danach werde ich mal eine Pause einlegen. Denn so langsam habe ich echt Kohldampf. Ah ja, ganz sicher. Das sind diese drei Tore. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie sich das in Live darstellt. Aber ich denke mal, dass es relativ einfach sein wird, herauszufinden, wie diese zu befahren sind. Okay, zwei Tore kann ich schon mal erkennen. Das geradeaus sieht ziemlich tief aus. Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Rechts sieht eher aus wie eine Brücke. Wenn ich dann weiter rechts noch ein Tor finde, dann ist klar, durch welches ich hindurch muss. Also, links zu. Rechts sieht auf aus. Aber wo ist dieses dritte Tor? Ah ja. Okay. Ah, okay, gut. Ganz rechts ist auch ein Schild, nicht durchfahren. Dementsprechend gibt es für mich nur eine Option. So, ich werde aber noch eine kleine Pause einlegen und mir was Kleines zu essen machen. Einmal drehen. Rechts Verbot. Mitte Tor auf. Und ganz links Tor zu.